Während den italienischen Malern von damals das Frauenhaar eine Quelle immer neuer Inspiration ist, mag es in weicher Wellenlinie die Stirn umsäumen oder fein an den Schläfen sich kräuseln oder in dichter Fülle in den Nacken herniederwogen, denkt man bei Cranach immer an die deutsche Provinzlerin, die ihren Kamm, früh, wenn sie Toilette macht, in Wasser taucht und sich abends eine Nachtmütze aufsetzt, damit die Lockenwickel halten. Und in dieses semmelblonde, breit ausgekämmte Haar hat sie nun ein schmales, schwarzes Sammetband geschlungen oder einen dünnen Schleier darüber gebreitet, vielleicht auch ein selbstgesticktes Häubchen darauf gesetzt. Es ist alles spießbürgerlich, alles unsäglich kleinstädtisch. Und doch wie lieb! Luther gab die Botschaft der Verkündigung Ave Maria Gratia Plena mit den Worten wieder: Sei gegrüßt, du liebe Marie. Die schlichte Herzlichkeit dieser Worte atmen auch die Marienbilder Cranachs. Immer fühlt man, dass diese Hand am Samstag ihren Besen führt. Stets ist Maria die geplagte Hausfrau, die eigentlich gar keine Zeit hat, so müßig dazusitzen. Gleichwohl strahlt sie vor Glück, weil ihr hübsches Baby so umschwärmt wird. Ja, ihr Mutterstolz ist so groß, dass sie nicht einmal böse wird, wenn sie ein warmes Nass auf ihrem Sonntagskleid fühlt. Ganz ebenso deutsch wie Maria muten all die zierlichen kleinen Mädchen an, die ihr als Begleiterinnen gesellt sind. Es gibt ja gute und böse Mädchen. Selbst in dem ehrbaren Wittenberg muss es böse Mädchen gegeben haben. So scheiden Cranachs Mädchentypen sich in diese beiden Kategorien.